Matthias Heckenberger ist Grünlandprofi und Teilnehmer in meiner neuen Milchviehberatung. Letzte Woche hat er einen Fachvortrag gehalten und verraten, wie er die Milchleistung seiner Kühe in den letzten 10 Jahren um über 5000 Kilo gesteigert hat. Sei gespannt, denn heute siehst du einen Auszug zu dem Thema. Was ist das Ziel von dem Grünlandbestand oder war das Ziel bei mir selber? Schnellig ein sauberes Futter, dichter Bestand. Die Grasnarbe sollte auch sehr tragfähig sein für die schwereren Maschinen, sage ich mal, größeren Maschinen. Dann hochwertiges Grünland mit mehr Energie und mehr Eiweiß. Natürlich sollte der Ertrag auch steigen. Und eben ein idealer Grünlandbestand ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Fütterung. Genau. Und dann sieht das Ganze jetzt vielleicht auch mal so aus wie jetzt letztes Jahr. Oder letztes Jahr war das ein Bild von uns selber, ein Dauergrünlandbild. Also das ist dann schon sehr krass. Da sieht man jetzt vielleicht auch Monokulturen, das ist fast nur Weidelgras. Aber gibt es auch nachher noch ein anderes Bild, was wir sonst noch betreiben. Also das ist Bild Dauergrünland und wir betreiben 6 Schnitte. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.